So, neue Folge Let's Play Stemplar. Ich bin in der Verliessuche. Mal gucken. Und als nächstes holen wir uns mal die Leidensklinge. Dazu gehen wir in den Gebietsleitfaden. Von der Goldküste. Erzählung beginnen. Falls ihr keinen Zugang zur dunklen Bruderschaft habt, dann könnt ihr euch im Kronenshop, ich zeig's euch gleich mal, Kronenshop unter DLC entweder die Dark Brotherhood kaufen, das würde ich aber nie machen, kostet 2000 Kronen. Ich würde das Guilds and Glory 4er DLC Großpaket nehmen. Damit habt ihr Imperial City, das dürfte aber sowieso kostenlos sein. Ihr habt die Dark Brotherhood, die Dunkle Bruderschaft mit der Leidensklinge. Ihr habt die Diebesgilde mit dem Schnellvergessen-Skill. Und ihr habt Orsinium. Und in Orsinium ist die Malstrom-Arena, wenn ihr da mal hin wollt. Ja? Deswegen, wenn dann Guilds and Glory, kostet dann 4000 Kronen anstatt Dark Brotherhood 2000... Orsinium kostet dann 3000 und Thieves gilt nochmal 2000. Da seid ihr sonst bei 7000 Kronen, so habt ihr es für 4000. Genau, das sind also quasi 3 Monate ESO Plus. Oder halt mal ein ordentliches Kronenpaket gekauft. Gut, wir machen... J. Ah, haben wir noch gar nicht angenommen. An der Goldküste weiter, Gebietsleitfaden, Erzählung fortsetzen. Porten wir uns da mal hin. Die Karte macht mal wieder nie, was sie soll. Aber jetzt gehen wir erstmal. Dachte ich zumindest. Ah, euch suche ich. Die verhüllte Gestalt. Ich grüße euch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Welt nehmen könnte. Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen... Weshalb hätte er dann eine Botin schicken sollen? Die Sache ist nur für eure Ohren bestimmt. Mein Gönner erwartet euch im Haus der Familie Patairi, in der Nähe vom Platz der Handelsvertreter. Trödelt nicht. Okay. Ich meine, man musste irgendjemanden töten, damit man hier von der dunklen Bruderschaft gefunden wird. Ich wüsste es gar nicht mehr. Hehe, schon so lange her. Ich rede nicht, ja. Ich trinke lieber.
das hier? Ich bin im Augenblick ziemlich beschäftigt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier vor muss ich. Ach so, im gesetzlosen Unterschlupf. Dann machen wir das halt so. Unterschlupf. Das ist ein schöner Ort, aber er ist kein Zuhause. Es fühlt sich an, als würde ich mich hier unten verstecken. Leute wie wir brauchen mächtige Freunde, wenn wir es in dieser Welt zu etwas bringen wollen. Tut nicht so schüchtern. Ich sehe es in euren Augen. Ihr habt schon getötet. Oder ihr werdet es tun. Ihr habt die gleichen Triebe wie ich. Unter uns gesagt, ich habe gehört, die dunkle Bruderschaft ist auf der Suche nach frischem Blut. Ich werde mein Bestes versuchen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr habt noch nie von Tamriels bester Assassinengilde gehört? Gerüchteweise erfahren sie manchmal davon, wenn man einen Unschuldigen tötet und bieten einem dann einen Platz in der dunklen Bruderschaft an. Dort können Mörder ihrer wahren Leidenschaft frönen. Denkt mal darüber nach. Ich gebe euch einen Rat. Alle Triebe einmal außen vor gelassen, zieht es die dunkle Bruderschaft vor, unauffällig zu bleiben. Denkt immer daran, wer Unschuldige tötet, wird entdeckt. Laut meinen Quellen wird derzeit hier in Anvil frisches Blut angeworben. Ich werde an den Docks sein, falls ihr euch weiter unterhalten wollt. Das ist eines der besten Dinge an der dunklen Bruderschaft. Sie verbirgt sich vor aller Augen. Niemand weiß, wo ihr Hauptquartier ist oder wie viele Mitglieder sie hat. Und dennoch könnt ihr in jede Bibliothek gehen und ein Buch über sie lesen. Das ist doch brillant. So einige sogar. Mein Liebling ist die wahre Natur der Mutter der Nacht. Es beschreibt die Ursprünge der Bruderschaft. Doch das könnten auch nur Theorien und Hörensagen sein. Aber vergesst die Bücher. Jeder weiß, dass es die Bruderschaft gibt. Und die meisten Menschen fürchten sie. Gesellschaft, Sicherheit und Schutz, um nur einige wenige zu nennen. Soweit ich weiß, gibt es auch ein zuverlässiges Einkommen durch das Gold aus all den Kontrakten. Und man kann Leute umbringen. Könnt ihr euch eine bessere Gilde vorstellen, zu der man gehören könnte? Das ist besser als jeder Taschendiebstahl, wenn ihr mich fragt. Ich werde meine Quellen nicht offenlegen, aber der fette Krakal hat mir erzählt, er hätte die seetüchtige Saralla sagen hören, es habe ein paar rätselhafte Morde an der Goldküste gegeben. Für mich klingen rätselhafte Morde genau nach der dunklen Bruderschaft. Oh, das habe ich von Margok dem Hammer. Wenn man ihm ein paar Humpen Ale kauft, gibt er mehr Geheimnisse von sich als ein Barde Gedichte. Neulich erst hat er mir erzählt, dass sein Vetter Krusk einen Bäcker in Anvil getötet hat. Noch in der gleichen Nacht bekam er rätselhaften Besuch. Ihr habt wirklich nicht den leisesten Schimmer von der Bruderschaft, was? Wenn sie beschließt, dass ihr würdig genug seid, eine Einladung zu erhalten, taucht einer ihrer dunklen Würdenträger auf, um euch persönlich zu benachrichtigen. Es ist irgendwie gruselig. Aber auch eine einmalige Ehre. Ich verlange gar nicht, dass ihr irgendetwas tut. Ich liefere euch nur Informationen. Ich lasse euch nur von neuen Gelegenheiten wissen, die verfügbar sind, falls ihr ein wenig Blut vergießen wollt. Seht meine Hilfsbereitschaft nicht als Zeichen oder so. Ich sehe nur einen Geistesverwandten und schlage ihm bloß einen Weg vor, seine finstersten Triebe zu befriedigen. Sie werden noch euer Tod sein, wenn ihr sie nicht zu bändigen lernt. Und wenn ihr nicht die richtigen Verbündeten findet. Hey, ich weiß auch nicht genau, wie sie ihre neuen Rekruten auswählt. Ich sage euch nur, was ich gehört habe. Vielleicht muss man auch nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Einem Ort wie Anvil. Natürlich habe ich auch gehört, sie hätte ihre Augen überall. Also, was weiß ich schon. Na gut. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung vorzubeugen, ja, wir teilen die Gewinne gerecht auf. Und nein, in diesem Punkt gebe ich kein Stück nach.
Wollt ihr damit sagen, ihr seid nicht wegen der Bekanntmachung hier? Lasst es mich erklären. Ich brauche einen Partner für einen schwierigen Auftrag. Es zahlt sich aus, doch dazu muss man reisen. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Klingt das nach etwas, was euch interessieren könnte? Na klar. Ich bin so froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Schiff angeheuert. Trefft mich dort, sobald es losgeht. Gut, da hätten wir sozusagen Zugang zur Diebesgilde und zur dunklen Bruderschaft. Aber jetzt machen wir erstmal die Inni. Juppie. Mal gucken, wie das hier so weitergeht. Verbannungszellen sind sogar Tetra. Kann ich gleich die Kriegergilde noch ein bisschen leveln. Bolan, hab Dank für... Ich meinte, drei meiner... Ich habe... So. Noch ein bisschen Bufffood nehmen. Ja, das sieht schon besser aus. Ich darf jetzt nur nie vorrennen. Mir fehlt ja der Heal von den durchschlagenden Schwingen. Ach, dort liegt noch ein Buch. Das muss ich natürlich noch mitnehmen. Nehmen wir noch die trennende Seelenfalle mit. Das ist halt blöd an so einem Ausdauercharakter. Du kannst echt nie rennen, weil dann ist die Ausdauer leer, wenn du beim Kampf bist. Ist nicht schön. Aber ich bin ja auch noch klein. Thank you.
Areldur, ihr lebt! Welch entzückende Torheit haben wir hier! Die Hüter haben einen Außenseiter geschickt, um sich mir zu stellen? Ihr Narren seid so tief gesunken! Ist nicht schön. Echt aufpassen hier. Man kann seinen Mut auf einfachere Art beweisen, Sterblicher. Wer dumm! Oder ihr werdet das Schicksal der Hüter teilen. Ganz schön viel schwere Attacken hier. Sehr schön. Kriegergilde, Zirkel des Schutzes. Rang 20. Tja, ich kann leider nie vorrennen.
ist Voranil. Arildur, kümmert euch um ihn. Beim empyrischen Licht. Hoffen wir, dass er noch lebt. Wurde er getötet? Schon ein bisschen was anderes wie der Magiker-Templer. Im Moment fehlt die Selbstheilung ein bisschen. Ganz schön zäh. Hoffen wir, dass sie noch lebt. Wir brauchen sie heute noch. Mit ein wenig Wiederherstellungsmagie wird es ihr wieder gut gehen. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir mit dem Sippenhochfürsten umgehen. Wie halten wir ihn gefangen, wenn wir ihn besiegen sollten? Er ist schon einmal entkommen. Wenn wir dädrische Magie kontrollieren könnten, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Was denkt ihr, Cirion? Feuer mit Feuer bekämpfen? Naja. Ah.
Es geht halt so lange gut, wie man Ausdauer hat. So. Seid ihr es, Sirion? Ich weiß nicht, wie ihr diese Unheilsbrut besiegt habt, aber ich schicke euch gern noch mehr davon. Ah, es sind die Außenseiter. Also haben die Hüter Angst, mir gegenüberzutreten. Na schön, ihr werdet an ihrer Stadt sterben. Das wird mir gefallen. Hmm.
Ihr denkt, ihr habt mich geschlagen? Wie amüsant! Habt ihr nicht gemerkt, dass der Pakt, den ich eingegangen bin, mich beschützt wurde? Ignoriert seine Worte, Hüter. Beginnt mit der Trennung. Ich bin nicht sicher, ob das funktionieren wird, Sirion. Ha, noch eine Stufe. Was macht ihr da? Oh, ich sehe Magie so gern. Ist es das? Das ist nicht so toll wie die Zaubersprüche, die ich von den Daedra lerne. Aber von sterblichen Altmar erwarte ich nicht viel. Denkt daran, Kinder. Ihr werdet mich nie dazu bringen, freiwillig hier zu bleiben. Nicht, wenn die Daedra für mich kämpfen. Vielleicht werdet ihr erfolgreicher, wenn ihr die Daedra an eurer Seite hättet. Sein Wahn nähert sich dem Delirium. Ignoriert ihn, Hüter. Fesselt den Sippenhochfürsten. Beim empirischen Licht. Die Hüter der Verbannungszellen verdammen Linus den 12. zu unendlicher Gefangenschaft. Oh yeah! Anscheinend habt ihr gewonnen. Wie es scheint, sind die Tage der Freiheit des alten Rilis vorbei. Ich dachte, ihr sagtet, dass dieses Schwein nicht sprechen könnte. Er sollte nicht in der Lage sein, zusammenhängende Gedanken zu formulieren. So, nehmen wir den noch mit. Das Gefängnis ist nicht perfekt. Dafür werde ich sorgen. Ihr wart ein Segen für uns. Oh, kleine Unterstufe. So, und dann nehmen wir... Nehmen wir den Bogen? Oder nehmen wir den zweiten Dolch? Bogen oder Dolch? Nehme ich den Bogen für die Backbar. Eigentlich gekriegt hier noch. Ausbrecherriemen. Ziehen. Ring der Beständigkeit. Er nützt mir erstmal nicht. Packen auf die Backbar. Na gut. Dann porten wir uns mal zurück. Haben ja die 30 Minuten da schon wieder überschritten. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Wie immer, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert doch meinen Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!